Ja, und damit willkommen zurück zu Assassin's Creed. Oh, wir stehen hier noch. Wir haben ja letztens die Leichen quasi rausgeholt, wo die Nilpferde angegriffen haben. Und jetzt gehen wir zu den Banditen und zu den Dorf dann. Oh. Na, hier war es mit den Nilpferden. Da haben wir ja die Leichen rausgeholt. Ja. Wurden halt hier angegriffen von den Nilpferden. Jetzt gehen wir zu den Banditen. Nein. Was umsonst gekriegt. Hey, was? Gut. Okay, und hier oben war, glaube ich, auch noch einer. Du rufst gleich in Frieden! Minet Bumma! Hier Heronem! Okay. Gut, dann gehen wir mal zu dem hin, sehen, was er zu sagen hat. Entschuldigung, ich bin. Ja. Leicht erkältet. Auch mich hat die Grippe erwischt. So. Da ist gar nichts. Mikitre, ich glaube, wir sind fertig. Du hast wie ein Löwe gekämpft. Ich habe sehr viel von dir gelernt. Dank dir bin ich ein besserer Beschützer. Ägypten braucht mehr Menschen wie dich. Das Land braucht mehr Menschen wie uns. Ich werde meiner Tante Lieder von unserem Kampf vorsingen. Ha! Und Levelaufstieg, jawohl. Gemeinsam! Ich kann es nicht glauben. Die Götter haben uns beschützt. Unfassbar. Mikitre ist wieder zurückgekehrt. Macht er hier? Ja, hier! Ja, bitte, mir, Kyrios! Gemeinsam! Hallo, Ciro! Das war's. Stirb!
Hier! Wir sind im Vorteil! Lenk den Gegner ab! Ich mach weiter! Haltet den Gegner auf! Ich muss weiter! Haltet den Gegner auf! Ich muss weiter! Ich reiß dir die Eingeweide raus! Beschützt den Kyrios! Lenk den Gegner ab! Ich mach weiter! Stirb, du Sau! Ich mach weiter! Oh, das gibt's nicht. Verschafft mir mehr Zeit! Ich muss weiter! Lenk den Gegner! Ich mach weiter! Ich muss weiter! Was kommt denn da noch? Ja! Gib den Weg frei! Gib den Weg frei! Gib den Weg frei! Position gut. Wo müssen wir denn noch hin? Hier haben wir noch so einen Aussichtspunkt. Da könnten wir nicht gleich mal hin. Na gut, in der Nähe. Any suggested? Die bauen hier neue Häuser, Strohhäuser. Oh, eine Mietzi. Oh, zwei. High position gerecht. Knallgrüne Augen.
Cool. Cool, cool. Robene? Wow. Gut, gucken wir mal Web. Jetzt sind wir hier. Quests, guck mal Quests. Nehmen wir aber den Mord heraus, okay. Die Reise, machen wir den Mord. Hallo, aus dem Weg! Untersuchung des Schreins von blablabla, okay. Bewegung! Los! Schön, das aussieht. Beschütz den Verdammt, Nett. Wir müssen aufholen! Jalla, jalla. Ich bring dich um! Oh, fuck. Oh. Ja. Ja. Zu spät ausgewichen. Da hast du Vogel. Okay. Verdammt, das gibt Ärger. Großen, verschafft mir mehr Zeit. Ich muss weiter. Ha, ha. Ja. Wieso sehen die mich? Schafft nie mehr Zeit! Ich muss weiter! Yeah.
Die andere Ledertasche ist weg, oder? Also in... Da bist du! Ich deck dich. Sei unbesorgt. Was? So, ich glaube, das waren jetzt alle hier. Und da noch 100 Meter. Zeit! Ich muss weiter! Ich reiß dir die... Seltsame, unheilvolle Worte. Serapis, Gott von heiliger Erhabenheit und Herr der Sonne, jemand hat dir ein Mal zugefügt. Der Skorpion ist das Zeichen Selkets. Okay. Nein, aus! Aus! Serapis, Gott von heiliger Erhabenheit und Herr der Sonne.
Sohn des Schreins von Serapis. Dieser Mann wurde halb von Krokodilen gefressen. Aber erst nach seinem Tod. Er wurde für ein Begräbnis vorbereitet und die heiligen Organe rausgeschnitten. Zumindest sein Magen wurde entfernt. Jetzt in die Höhle rein. Dieses Symbol. Eine Widmung für Selket. Die Göttin der Magie. Der Skorpion. Altes Blut verfärbt diesen Tisch. Hier wurde die Leiche vorbereitet. Aber schlampig. Das war keine fachgerechte Arbeit. Das ist zutiefst beunruhigend. Er wurde getötet und sein heiliger Magen entfernt als Verhöhnung eines Begräbnisses. Oder vielleicht als plumpe Nachahmung. Okay. Noch vier zusammen haben, also Steinkreise können wir auch noch nebenbei machen, dann reisen wir da rein. Noch eine Ledertasche. Oh!
ich dich! Bewegung! Los! Bedeluk a nit khayet. Können wir mal gucken, was wir noch in der Herstellung brauchen? Ausrüstung. Das kann man herstellen. Ein paar Mal das. Okay, das und das könnte man herstellen. Und Tierfälle. Gesundheit. Angriffsschaden, wow. Und mehr Pfeile. Oh.
Whoa.